Rucksack ist hier, dann wollen wir mal aufrüsten. So, Handy liegt hier. Zug ist jetzt aufgerüstet. Bremsprobe durchgeführt. Dann kann ich mich jetzt abfahrbereit melden. Manuel, hallo. Abend von 120 nach Gleis 8 für den 38855. Von 120, 38, 855. Jawohl, geht gleich los. Und sobald weiß ist, bitte zügig rangieren. Ich habe viel Verkehr hier. Alles klar, ich danke dir. Und wenn der Zwerg weiß ist, mache ich mich dann sofort auf den Weg. Jo, ciao, ciao. Und somit herzlich willkommen auf dem Gleisvorfeld des Mannheimer Hauptbahnhofes, um genauer zu sein, auf dem Abstellgleis 120. Ja, während der Kollege hier mit einer Doppeltraktion DB-Baureihe 425 aus dem Mannheimer Hauptbahnhof ausfährt, wartet die RB2 als 38855 nach Karlsruhe auf die Zustimmung zur Rangierfahrt durch das Lichtsparsignal hier in der Niedrigbauweise. Und wie der Fahrdienstleiter ja schon gerade mitgeteilt hat, herrscht gerade viel Zugverkehr vor und hat uns gebeten, die Bereitstellungsfahrt bzw. die Rangierfahrt zügig durchzuführen. Das Lichtsparsignal in Niedrigbauweise ist umgesprungen auf SH1, also Schutzhalt 1 nennt sich dieses Signalbild. Und dann kann auch die Rangierfahrt schon durchgeführt werden und das Ganze natürlich mit einer maximalen zu fahrenden Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer. Sobald dann die Regionalbahn bzw. die Baureihe 425 den Mannheimer Hauptbahnhof auf Gleis 8 erreicht hat, wird dann einmal die Richtung gewechselt, der Führerstand gewechselt und dann geht es anschließend nach Karlsruhe. Ja, das Wetter ist relativ schlecht. Zuvor hat es noch geschneit, der Schneefall hat jetzt nachgelassen bzw. aufgehört. Dafür ist jetzt neblig geworden und ich bin mal gespannt, wie sich die Sichtverhältnisse entwickeln werden auf der Fahrt nach Karlsruhe. So, wir erreichen Mannheim auf Gleis 8. Rechts steht eine Doppeltraktion DB-Baureihe 425 und die RB38855 besteht aus einer Zugeinheit Baureihe 425. Und sobald der Zugverband steht, werden auch gleich die Türen geöffnet, dass die Fahrgäste zusteigen können. So, dann alles ist ausgeschaltet. Dann kann ich jetzt den Führerstand wechseln.
Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Und somit sind wir im anderen Führerstand angekommen und warten nun auf die Zustimmung zur Ausfahrt bzw. zur Weiterfahrt. Ja, der Fernverkehr hat natürlich noch Vorrang. Der Intercity auf Gleis 7 hat auch schon die Fahrstraße gestellt bekommen mit HP1 VR1. Ja, die Baureihe 425 ist soweit fertig aufgerüstet. Und hier rechts kommt eine weitere Baureihe 425 eingefahren. Der Kollege fährt hier in die Abstellung. Ja, gefahren wird in der oberen Zugart. Leuchtmelder 85 ist somit aktiv. Die SIFA, die LZB ist soweit auch schon eingeschalten. Die Instrumentenbeleuchtung wird noch eingeschaltet, der Richtungswender ist in die Vorwärtsposition verlegt, die Türen sind noch geöffnet, die Fahrgäste können also noch zusteigen. Ja, und hier in Mannheim herrscht eine ganz schöne Nebelsuppe vor. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Wetter noch entwickeln wird und wie natürlich auch das Fahrverhalten der Baureihe 425 sein wird. Eine weitere Zugfahrt findet hier statt, und zwar die SBB Cargo, Baureihe 478, zieht hier einen Güterzug über die Gütergleise des Mannheimer Hauptbahnhofs. So, die Türen schließen und der Fahrdienstleiter hat die Zustimmung zur Weiterfahrt noch nicht erteilt. Da ist sie aber schon, HP1 VR1, und dann kann die Leistung auch schon aufgeschalten werden. Die Ausfahrt hier aus dem Mannheimer Hauptbahnhof ist mit 50 km/h gestattet. Das heißt, aus der restriktiven Überwachung kann man sich gleich mal befreien. Und Ingo Ruff wird die Fahrgäste wieder informieren über die jeweiligen Stationen, an denen gehalten wird. Das ist ja auch mal schön, eine Parallelausfahrt hier. Und ein ICE2 fährt in den Mannheimer Hauptbahnhof ein. Und dann darf die Geschwindigkeit auf 80 km/h erhöht werden. Auch viele Baureihen 425 sind hier abgestellt. Oh, und hier ist ja einiges los. Aber ich muss sagen, eine schöne winterliche Stimmung herrscht hier vor. AP1. Eine Baureihe 101 ist hier in Kaltabstellung abgestellt und wartet auf ihren nächsten Einsatz. Nächste Station Mannheim Neckarau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Kollege, Gegenzug mit der Baureihe 425 in Doppeltraktion. Und ich persönlich mag ja, wenn es etwas neblig ist.
Es hat so eine schöne Stimmung, finde ich. Und vor aller Dingen, es macht die Fahrt etwas spannender, denn wie man sehen kann, sieht man relativ wenig auf die Weite gesehen. Die Türen sind geöffnet. Die Höchstgeschwindigkeit für diese Zugfahrt beträgt übrigens 140 Stundenkilometer. Und die Türen schließen. Ja, die gute Dame hat jetzt die Regionalbahn verpasst. Und dann kann die Leistung auch gleich wieder aufgeschalten werden. Und dann dürfen auch gleich die 140 km/h voll ausgefahren werden. Die DB-Baureihe 425 ist ja ein Triebwagen, genauso wie die Baureihe 426 des Konsortiums Siemens Transportation Systems, Bombardier und DBA. Und die Triebwagen sind ja leichte Elektro-Gliedertriebzüge für den S-Bahn und den Regionalverkehr. Nächste Station Mannheim-Rheinau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In wenigen Augenblicken erreichen wir dann Mannheim-Rheinau. KS1 bzw. HP1 Einfahrsignal. Ja, und die Sounds sind natürlich wieder fantastisch. Alleine schon, wie der Triebfahrzeugführer hier das Führerpult entsperrt mit dem dementsprechenden passenden Schlüssel. Eine Baureihe 294 XV100 wartet hier auch auf die Zustimmung zur Rangierfahrt. Und hier sind noch selbst Entladewagen abgestellt von PKP Cargo der Gattung FALNS in diesem wunderschönen Blau.
Und die Türen schließen auch schon wieder. Und die Leistung kann aufgeschalten werden. Ja, wenn der Triebfahrzeugführer mal wichtige Informationen an die Fahrgäste zu entrichten hat, kann er hier das Mikrofon bewegen und zu sich herziehen, beziehungsweise zu sich herdrehen. Finde ich auch richtig schön umgesetzt. Und man kann auch hier die Sitzhöhe verändern, beziehungsweise ja, nach unten oder nach oben verstellen. Ja, und jetzt wird es langsam dunkel draußen. Aber die Baureihe 425 hat wirklich eine hervorragende Zugkraft. Eine AFB besitzt die Baureihe 425 nicht. Also hier muss der Triebfahrzeugführer selber Acht geben auf die gerade zu fahrende Höchstgeschwindigkeit. Der Kollege. Nächste Station, Schwetzingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In wenigen Minuten erreichen wir Schwetzingen. Und die LF-Tafel hat gerade eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 120 km/h angekündigt. Das ist das umgedrehte Dreieck, das dann nach unten zeigt, Richtung Boden. Und die Kennziffer 12 kündigt dann eben die Geschwindigkeit an, die dann zu fahren ist. Der Wert ist dann immer mit 10 zu multiplizieren. Das Ausfahrsignal von Schwetzingen zeigt schon HP1 an. So, und jetzt kommt der Kollege hier wieder vorbei. Ja, einiges los hier auf der Strecke. Und dann schließen die Türen auch schon wieder. Ja, was mir auch persönlich sehr gut gefällt, ist, wenn es dunkel ist und man in einen Bahnhofsbereich oder Bahnsteigsbereich einfährt und wenn dann die Bahnsteigsbeleuchtung eingeschalten ist, ist der ganze Bereich richtig schön hell erleuchtet und wenn es wieder ausgeht auf die Strecke, ist es wieder dunkler und dieser Kontrast, ne, vom Dunkeln ins Helle oder vom hellen Bereich in den dunkleren Bereich der Strecke ist gerade bei Nachtfahrten sehr, sehr schön. HP1.
Nächste Station, Oftersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und die Geschwindigkeit muss gar nicht so groß erhöht werden zwischen den beiden Stationen. Denn zwischen den beiden Stationen liegt nicht mal ein Kilometer. Und das wäre ja völlig sinnlos, wenn man da Leistung aufschaltet wie verrückt. A, kommt man hier in Oftersheim dann nicht richtig zum Stehen, und B, verbraucht man unnötig Energie und belastet wiederum unnötig das Material. Türen sind geöffnet. Ah, hier flackert ein Birnchen. Ja, und viele Fahrgäste sind jetzt natürlich unterwegs. Das ist ja auch Berufsverkehrszeit. Und da schließen die Türen schon wieder. Und die RB2 als RB38855 nach Karlsruhe kann auch mit dem Windex hier bedient werden. Die Triebwagen der Baureihen 425 und 426 sind nahezu baugleich mit der Baureihe 424, die im hannoverischen S-Bahn-Netz eingesetzt wurde. Und in Fahrtrichtung Mannheim kommt schon die nächste Zugfahrt. Boah, jetzt wird es immer noch nebliger. Servus. Nächster Halt ist dann Hockenheim. Boah, also jetzt wird es eine richtige Nebelsuppe. Unser Kollege mit seinem Güterzug muss auf unsere Regionalbahn warten. Denn ein Güterzug hat die letzte Priorität auf der Strecke. Ja, kommen wir nochmal auf die Triebwagen zu sprechen. Von der äußerlich sehr ähnlichen reinen S-Bahn-Baureihe 423 unterscheidet sie sich unter anderem in der Einstiegshöhe, der verringerten Anzahl an Türen, also 2 statt 3 pro Wagenseite, und durch ein eingebautes WC. Die Fahr- und Bremstechnik ist dagegen, bis auf wenige Unterschiede, zum Beispiel in der Leistungselektronik, nahezu identisch mit der der 423er Baureihe. Wie man auch gerade schon gesehen hat, ist die 425er als vierteiliger Zug ausgeführt worden, während die Züge der Baureihe 426 zweiteilig sind. Nächste Station, Hockenheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Schienenoberkante ist durch dieses feuchte Wetter natürlich nass. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das
Bremsverhalten und auf das Beschleunigungsverhalten der Baureihe 425. Uns freigegeben. Denn beim Anfahren kann dann der Triebzug oder eben das dementsprechende Triebfahrzeug ins Schleudern geraten. Und beziehungsweise dann eben auch beim Bremsvorgang muss man Acht geben, dass man nicht zu stark bremst. So, Türen sind geschlossen. Das Fenster des Führerstandes kann geschlossen werden und dann kann die Leistung wieder aufgeschaltet werden. Das Vorsignal zeigt das Signalbild VR1 an. Das Vorsignal ist immer mit dem Hauptsignal. Nächste Station, Neulosheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Verbunden. Und auf der Schnellfahrstrecke macht sich gerade ein ICE1 auf die Reise. Zu erkennen an dem hohen Bordrestaurantwagen. Und die Baureihe 425 ist natürlich bei verschiedenen S-Bahn-Verkehrsunternehmen im Einsatz. Natürlich bei der S-Bahn Rhein-Main als Redesign der RB27 in Nordrhein-Westfalen und natürlich als klassische Baureihe 425 in Nordrhein-Westfalen. Türen sind geschlossen und das Ausfahrsignal zeigt HP1 an. Insgesamt gibt es von der Baureihe 425 bzw. 435
5 verschiedene Serien und insgesamt wurden 249 Einheiten gebaut. Also das ist schon eine enorme Anzahl. So, und kurz vor Waghäusel geht es dann mit der Höchstgeschwindigkeit Orbe auf 120 km. So, die Sicht wird wieder etwas besser. Und hier wird die Geschwindigkeitsreduzierung durch die LF-Tafel auch schon angekündigt. HP1. Und ab hier sind dann die 120 km zu fahren. Und zwar schon mit Erreichen der Zugspitze an der Geschwindigkeitstafel. Eine weitere Zugfahrt. Servus, der Kollege. Nächste Station, Waghäusel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dann erreichen wir in wenigen Augenblicken Waghäusel. Ja, von wegen, die Sicht wird besser. Boah, jetzt drückt es den Nebel aber ganz schön ab. Und ein weiterer Güterzug wartet hier auf die Weiterfahrt. Also hier rollt es im Blockabstand. Man kann das Bahnsteigsende gar nicht so richtig erkennen. Erst jetzt so langsam. Türen sind freigegeben. So, und was war das denn jetzt eigentlich für eine Baureihe? Baureihe 185 von Raelion. Da hört man auch schön die Stromrichter arbeiten. Knorr. Einheitsbremse, Bremsstellungen GP und R. So, Türen schließen schon. Der Fahrplan ist wirklich eng. Das sind keine langen Standzeiten vorgesehen. Und weiter geht's mit 140 Stundenkilometer als zu fahrende Höchstgeschwindigkeit. HP1.
Nächste Station, Wiesental. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber ich muss sagen, die Signale kann man doch noch relativ gut erkennen, obwohl es so neblig ist. Das Vorsignal zeigt auf jeden Fall schon mal VR1 an. Auf Fahrt erwarten. Gebaut wurde die Baureihe 425 zwischen 1999 und 2008. Und die Baureihe 425 kann eine Stundenleistung von 2350 Kilowatt aufweisen. Die Türen schließen. Der Leuchtmelder der Türen ist erloschen und somit kann die Leistung wieder aufgeschalten werden. Der ZS3V am Vorsignal kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h an. Und die 100 km/h sind dann ab dem nächsten Hauptsignal zu fahren. HP1 VR1 und hier dann der ZS3. Der ZS3V ist der sogenannte Vorankündiger und der ZS dann der Zielgeschwindigkeitsanzeiger. So, der Zug bzw. die Baureihe 425 wurde nun in die Linie Zugbeeinflussung aufgenommen. Und nun dürfen wieder die 140 Stundenkilometer ausgefahren werden. Zulässig wären jetzt hier in der LZB 160 für diese Baureihe, aber in dem Fall sind 140 nur zulässig. Die Signale haben jetzt keine Bedeutung mehr. Man sieht auch schön, dass die PCB-Leuchtmelder erloschen sind. Die Signale bzw. die PCB-90 ist jetzt die nächste Rückfallebene, sollte die LZB eine Störung aufweisen oder sogar ausfallen. Da gibt es aber auch ganz klare Vorgaben, wie dann vorzugehen ist bei einem LZB-Ausfall.
Station Graben Neudorf. Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und hier rechts stehen weitere Güterwagen. Kesselwagen von VTG. Und hier links ein weiterer Güterzug. Also hier geht es ja wirklich richtig rund. Ja, und sehr schön, ne? Wie die Bahnsteigsbeleuchtung hier aus dem Nebel so langsam erkennbar ist. K für Karlsruhe. Türen sind geschlossen. Das Fenster des Führerstandes kann auch geschlossen werden. Bremse wird gelöst. Und dann kann die Leistung aufgeschaltet werden. Der Kollege im Gegenzug in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Und der Zielbahnhof der RB2 bzw. der RB38855 ist Basel-Badischer Bahnhof. Und in der Gegenrichtung ist auch schon wieder eine Fahrstraße gestellt. Die PCB-Leuchtmelder sind ja erloschen. Man sieht jetzt nur noch den links den gelben Leuchtmelder T für die Türen, den blauen Leuchtmelder B und den blauen Leuchtmelder Ü. Beide blauen Leuchtmelder sind für die LZB, B für betriebsbereit und Ü für Überwachung. Der Leuchtmelder Ü ist nur zu sehen, wenn der Zug sich in der LZB befindet. Die nächsten 9900 Meter sind frei. Das ist ja der sogenannte Entfernungsbalken für die LZB. Und hier kommt auch schon die Zugfahrt. Ebenfalls Selbstentladewagen von PKP Cargo. Der Gattung FALNS. So, und jetzt wird es wieder ein bisschen heller. Nächste Station, Friedrich.
Mistral. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt so freigegeben. Und rums sind die Türen geschlossen. Und die Leistung kann wieder aufgeschaltet werden. Die Höchstgeschwindigkeiten weichen auch ein bisschen ab, und zwar gibt es da Unterschiede. Und zwar die erste und dritte Serie dürfen maximal 140 km/h fahren, LZB geführt 160 km/h, die zweite, vierte und fünfte Serie 140 km/h schnell, beziehungsweise dürfen 140 km/h schnell fahren, pardon. Nächste Station, Blankenloch. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. ICET, Doppeltraktion. Macht sich auf, auch auf den Weg in Richtung Mannheim. Und das Ausfahrsignal zeigt schon HP1 an.
Die Baureihe 425 besitzt ja auch einen oder ein erste Klasse Abteil zu erkennen hier an diesem gelben Streifen. So, die Fahrgäste können noch zusteigen. Hier die Anhebezeichen. Und dann schließen die Türen auch schon wieder. Schließvorgang ist auch schön versetzt hier zu sehen. Und dann kann die Leistung wieder aufgeschaltet werden. AP1. Eine weitere Zugfahrt kommt uns entgegen. Baureihe 425. Und so langsam erreicht der Zug auch schon Karlsruhe. VR1. Nächste Station, Karlsruhe-Haxfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Natürlich ist bei jeder Zugfahrt darauf zu achten, dass der Fahrgastkomfort nicht beeinträchtigt wird. Heißt also sanftes Bremsen, sanftes Beschleunigen. Wobei das ja nicht immer so leicht machbar ist. Oh, dieser Sound. Sehr schön. Auf dem Dach ist auch der Einholm-Stromabnehmer wunderbar zu erkennen. Das Schleifstück. Und dann natürlich auch die Isolatoren. Ja, da hört man es auch schön zischen in der Oberleitung.
Das Ganze entsteht ja durch die Reibung. Beziehungsweise durch den Temperaturunterschied von der Oberleitung zum Stromabnehmer. Denn durch die Reibung entsteht ja Wärme. Und das Ganze, ja, ist dann eben dementsprechend so zu hören. Ein weiterer ICE, und zwar ein ICE2 hier, in Doppeltraktion kommt uns entgegen. Schon das Fenster des Führerstandes wäre noch geöffnet. Und dann erreichen wir auch schon den Hauptbahnhof von Karlsruhe. So, das LZB-Ende muss einmal bestätigt werden. Sobald das geschehen ist, sollte der Ende-Leuchtmelder dauerhaft in Gelb aufleuchten. Die LF-Tafel und der ZS3V kündigen beide eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h an. Genauso wie die LZB, und zwar im Rundinstrument des Tachos, sind auch schon die 60 km/h angekündigt. Leuchtmelder G ist aktiv. Jetzt greift die LZB auch ins Geschehen ein. Der Kollege. Und das Signalbild VR0 muss dann auch gleich bestätigt werden. Nächste Station, Karlsruhe Hauptbahnhof. Übergang zu den S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Unser Zug endet dort. Reisende bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen darauf, keine persönlichen Gegenstände liegen zu lassen. Sehr schöne Ansagen. Und somit erreichen wir den Hauptbahnhof von Karlsruhe. Ich hoffe, euch hat die Zugfahrt gefallen und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in eine der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AB, Servus. Verehrte Fahrgäste, wir haben unseren End- und Zielbahnhof Karlsruher Hauptbahnhof erreicht. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Mannheim Hauptbahnhof. Ich wiederhole, wir haben den End- und Zielbahnhof erreicht. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Mannheim Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlüsse. S32 nach Metzingen über Bruchsal. Abfahrt 17:50 Uhr von Gleis 11.
So, geschafft. Erstmal ein Käffchen trinken und dann geht's weiter.